Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Melanie Hegemann. Ich rufe Sie an, um Ihre Bestellung Aktivesten zu bestätigen. Ein Produkt für Gewichtsabnahme. Ist das richtig? Ja, es wundert mich, das ist ja Feiertag heute. Müssen Sie heute wirklich arbeiten? Ich habe gedacht, da kommt Ja. jetzt morgen jemand oder so. Also normalerweise ja, heute haben wir einen Feiertag natürlich, aber heute muss ich leider arbeiten. Ich habe heute leider keinen Feiertag. Oh, das tut mir ja leid für Sie, aber ja, natürlich, ja, ich wollte das Zeug ja haben, dann können wir das natürlich jetzt auch, auch durchführen, ne? Sie haben Glück, dass ich Alles schon klar. wach bin um die Zeit, ne? Ja, weil ich mir auch Sorgen gemacht habe, dass ich jetzt Kunden anrufe werde und ich verstehe, heute ist Feiertag, die meisten schlafen vielleicht noch. Aber gut, dass ich sie nicht geweckt habe. Das freut Nee, mich, dass sie schon wach das sind. hat gerade die Katze übernommen. Ach Ich habe so. den Fehler gemacht. Ich war ja heute Nacht mal im Badezimmer, ne? Und dann habe ich die Tür Alles vom klar. Schlafzimmer nicht richtig zugemacht. Und das dauert so Alles eine klar. halbe Stunde. Da kam die Katze und die drücken einem dann ja den Kopf so ins Gesicht und schnurren Ah, und brüllen. alles klar. Ja, da hat die mich aufgeweckt. Die Ja, wusste, das dass sie kenne ich. anrufen. Die wusste das. Ja, ich kenne das, weil ich auch eine Katze zu Hause habe und die weckt mich die ganze Zeit, wenn ich die Tür nicht Ja, zumache. da muss Deswegen, man ich kenne tierisch das. aufpassen. Tierisch im wahrsten Sinne des Wortes. Was haben Sie denn für eine Katze? Also kleinen Moment, ich sage jetzt Ihnen, also wie es nochmal heißt, weil ich bin mir nicht sicher Sie bin, wissen nicht, also wie Ihre Katze heißt? wie meine Katze heißt, ich weiß, meine Katze heißt Mia, aber Mia? ich Ach, meine, die Rasse meinen Sie? genau, die Rasse meine ich. Kleinen Moment, bitte, ich sage jetzt Ihnen, ich google jetzt mal. Kleinen Moment. Ich kann das ja auch, ich gebe jetzt bei Google mal ein, was ist Mia für eine Katzenrasse? Oder wie machen Sie das jetzt? Das ist eine Aus schottische Schottland. Chinchilla. Schottische So, Chinchilla? genau. Also nur, dass Die Sie so das wissen, grau. Chinchilla sind diese kleinen Viecher, die aussehen wie Natürlich, Mäuse. das ist aber auch eine Rasse von einer Katze, die so, würde ich mal sagen, so, ich will mal sagen, Silber irgendwie, so eine komische Farbe hat sie. Ach, ich habe das jetzt auch gerade mal hier beim Goggle reingeschrieben. Das sieht ja aus wie diese Katze, die die in der Werbung immer haben, ne? Dieses Ja, braune Viech da. genau, die habe ich. Die Das ist aber ist noch ja klein. Die ist 5 Monate, glaube ich. Der hat fünf fünf Monate, die ist Monate. 5 Monate alt, ne? Ja, die ist noch klein. Das ist ja super süß. Ja, die ist so klein, ganz süß, ganz niedlich, Ja, da deswegen. macht das bestimmt viel Freude, nach Hause zu kommen, wenn man Ja. dann da begrüßt wird, ne? Genau, Ja, genau. das, ich Ja. hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ich bin nämlich ziemlich erkältet. Ah, sind Sie erkältet? Das habe ich nicht bemerkt. Ich wünsche Ihnen gute Ah, Besserung auf jeden ja, Fall. vielen Dank. Es wird schon besser, ne? Aber so halt so die Nase so. Ich meine, ich höre mich immer komisch an, weil wir Maulwürfe, wir wohnen ja unter Tage, ne? Das hat ja Auswirkungen auf die Sinne, aber ich habe jetzt halt so, ich höre mich, also wenn ich mich selber sprechen höre, das ist irgendwo so zwischen Otter und Meerschweinchen, ne? Ich habe Sie verstanden. Das ist gut. Also sehen Sie, also was Aktivesten angeht, also unser Produkt, ich wollte Ihnen, also als Spezialisten im Bereich Gewichtsabnahme, ich wollte Ihnen Ja. auch ganz gerne ein paar Informationen über unser Produkt geben, Das auch über gut. die Wirkung des Produkts auf Ihren Körper und wie in Ihrem Fall die Behandlung aussehen soll. Haben Ja. Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Nochmal habe ich, was habe ich? Sie sprechen Haben Sie viel ein zu paar Minuten? schnell. Ah, Entschuldigung, haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ja, doch, die Katzen sind gefüttert und Ja. mein Auflauf ist im Backofen, also 25 Minuten ist er fertig. So lange können wir Alles gerne, klar. ich mache Nudelauflauf, weil ich noch so viele Reste übrig habe, ne? Ach so, ich habe Sie verstanden, Herr Blemagen. Okay, also sehen Sie, ich möchte ganz gerne ein paar Fragen an Sie stellen, damit ich Ja. Ihr Anliegen auch besser verstehen kann. Sagen Sie mal bitte, wie alt sind Sie? Bin 63. 63 Jahre alt und sagen Sie mir noch bitte, wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie noch dazu? Ja, ich bin so So 1,75, je nachdem,1,75. welche Schuhe ich anziehe, Mhm. und habe so in etwa 130 Kilogramm. Das ist ja zu viel. 130 Kilo. Und wie viel Kilos möchten Sie verlieren, Herr Blemagen? Ja, am liebsten so viel, wie es geht, ne? Wir können erst, ich würde mal sagen, wir können mit Ihnen erstmal mit 30 Kilo anfangen, damit Sie auf 30. 100,
Genau, damit sie erstmal auf 100 kommen können. Das ist ja unglaublich. Und in welchem Zeitraum wäre das möglich? Sehen Sie, ich sage jetzt, sehen Sie, es ist möglich, natürlich 30 Kilo auf gesunde Art und Weise zu verlieren. Das ist möglich. Aber in diesem Fall ist es auch sehr wichtig, also die volle Kur zu machen. Also bis von Anfang an bis zum Ende, damit Ja. Sie auch die gewünschten Ergebnisse auf Dauer bekommen können. Ja, und wie In lange diesem Fall, dauert das, das? sehen Sie, also, wir würden mal sagen, 30 Kilo auf einmal ist zu viel. Ich würde, und das wird auch ein bisschen teuer sein, wenn 30 Kilo auf einmal. Ich würde mal sagen, wir können erstmal mit 20 Kilo anfangen, damit Sie also auch die Ergebnisse gucken können, wie das ist. Und wenn wir über 20 Kilo sprechen, dann in Ja. diesem Fall brauchen wir eine viermonatige Kur zu machen, damit Vier Sie 20 Monate. Kilo auf gesunde Art und Weise verlieren können. Und Hauptsache, damit diese Ergebnisse auch auf Dauer sind. Ich werde Ihnen also alles Klar. erklären, warum genau 4 Monate, welche Wirkungen Sie erwarten können, das werde ich Ihnen alles erklären, okay? Mensch, dann passe ich ja wieder in meine Konfirmandenhose rein. Das ist ja unglaublich. Ja, also wie gesagt, aber also das werden Sie auch auf jeden Fall machen, aber hier spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, also diese Behandlung bzw. die Kur von Anfang an bis zum Ende zu machen. Dann kann man auch natürlich die gewünschten Ergebnisse erzielen. Und Herr Ja. Blemagen, sagen Sie mir noch bitte, ist Ihr Gewicht normalerweise stabil oder nehmen Sie ständig zu? Wie sieht es bei Ihnen aus? Na, also ich habe mal so eine Phase gehabt, so als junger Kerl, da konnte ich das ganze Buffet leer schmatzen, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann so mit Anfang 50, ne, da ging das halt so los, ne, so jedes Jahr 2, 3 Kilo mehr. Und jetzt seit Corona, ne, wo man nicht mehr raus durfte. Und jetzt mit dem Krieg, wo man sich rausgehen einfach nicht mehr leisten kann, habe ich fast jeden Monat 1 Kilo mehr, ne? Ich habe Sie verstanden. Ich habe Sie verstanden, Herr Blemaken. Und sagen Sie mir noch bitte, gibt es vielleicht die Stellen auf Ihrem Körper, wo Sie am meisten auf eine Reduzierung achten? Naja, am Bauch und am Hinterteil, ne, dass die Hosen wieder passen. Ich habe Sie verstanden. Und was stört Sie am meisten am Übergewicht, wenn ich fragen darf? Dass ich immer mehr aussehe wie Rainer Winkler. Ich habe Sie verstanden. Also, Kennen Herr Sie Blemann, den? ich. Bitte? Kennen Sie den? Nein. Können Sie ja mal eben bei Google reinschreiben. Ja, sagen Sie mir bitte nochmal. Rainer, ganz wichtig mit AI. Ja. Und dann Winkler. Winkler. Sehe ich. Ja, der geht ja immer durch die Presse, ne? Und ich trage Sehe ich, meine ja. Haare auch gerne, sag ich mal, ein bisschen außergewöhnlich. Und dann will man ja nicht mit dem verwechselt werden. Nicht, dass sich die Leute bei mir an der Tür festkleben, weil die denken, der wohnt da, ne? Alles klar, Herr Blemagen. Wie gesagt, ich mache mein Bestes von meiner Seite, um Ihnen Ja. natürlich zu helfen. Und auf jeden Fall vielen Dank für Ihre ehrlichen Antworten. Ja, bringt ja nichts, wenn ich Sie anlüge wie der Rainer, ne? Das muss ja ehrlich ablaufen, wenn das ein Ja. Ergebnis erzielen soll. Weil ich bin Das ja weder der stimmt. Ankündigung-Lord noch der Lügen-Lord. Ich bin zwar ein sehr fetter, aber auch ein sehr fitter Mensch, ne? Also sehen Sie, also die Antworten brauche ich auf jeden Fall, also die ehrlichen Antworten auf jeden Ja, Fall, ja. weil dann also kann ich dann kann ich also die Situation verstehen, also wie es halt also das Anliegen aussieht und dann kann ich natürlich auch Ihnen besser weiterhelfen. Und Herr Ja, Blemagen, sagen Sie, natürlich. Das muss ja ja. funktionieren, ne? Sonst hat das ja keinen Wert. Natürlich. Und sagen Sie mal bitte, haben Sie etwas, um aufzuschreiben? Ja, ich mache das immer an Computer, ne? Weil ich habe mal bei Also einem Gartenunfall habe ich beide Daumen verloren. Das ist nicht mehr so bis einfach mit Stift und Papier zu schreiben. natürlich. Ja, weil das, Natürlich. wir Maulwürfe, wir graben ja sehr viel und das hat halt nicht mehr so gut funktioniert dann. Ich verstehe, Herr Bleimagen. Sehen Sie, dann können Sie einfach die Info merken, die ich Ihnen gebe. Okay? Ja, ich mache mal kurz hier so Kurznotizen auf. Da schreibe ich auch Okay. nebenbei immer schon die Zeitstempel auf, wenn was Interessantes kommt, ne? Also Sie können loslegen. Okay, also ich werde Ihnen auf jeden Fall ein paar Empfehlungen geben, aber merken Ja. Sie sich bitte erstmal meinen Namen. Ich heiße Melanie Hegemann und ich bin Ihre Ansprechpartnerin bei uns im Hause. Hegemann war das? Genau, Melanie Hegemann, mein Name. Ja. Und ich bin, wie gesagt, Ihre Ansprechpartnerin bei uns im Hause. Ich bin für die ganze Kur und auch für Ihre positive Ergebnisse direkt verantwortlich. Ja, wo findet die Kur denn statt? Ist das Bad Salzuflen oder Bad St. Peter-Ording?
Also wo ich gerade bin, meinen Sie? Nee, wo die Kur dann stattfinden soll. Wo die Kur stattfinden soll. Also das Ja. wird, also ich, wir werden Ihnen also auf jeden Fall also die Lieferung zuschicken, dann können Sie die Kur anfangen. Ach so, das gibt's halt, sag ich mal, keinen Ortszwang sozusagen. Das muss die Leider nicht. Krankenkasse dann entscheiden, ja? Also Oder geht das sehen über Sie, die Rentenversicherung? also meinen Sie, was die Lieferung angeht? Nee, die Kur selber, wo das dann hingeht, ich muss ja auch das alles vorbereiten. Es muss sich dann ja einer um die Katze kümmern und um die Topfpflanzen. Ich habe ja jetzt jüngst Scheidrian mir angeschafft, der muss ja gegossen werden. Und es muss ja auch die Zugfahrt, ne, die streiken ja immer. Also ja, also Herr Blemann, sehen Sie, für die Kur, was wir eigentlich brauchen, das ist die Lieferung, also ich meine unser Produkt und auch, dass Sie das auch tatsächlich, also jeden Tag, also unser Produkt einnehmen werden. Ich werde Ihnen sagen, also wie es alles funktioniert. Also sehen Sie, Herr Ja. Blemann, noch, also ich möchte mich auch in 3 Wochen oder in einem Monat nochmal bei Ihnen melden, damit wir mit Ihnen auch die Ergebnisse besprechen können und damit ich Ja. auch feststellen kann, ob wir in die richtige Richtung gehen. Ja. Und von Ihrer Seite sieht es auch so aus. Ich gebe jetzt Ihnen auch ganz gerne eine Rufnummer von mir und Sie können mich auch ganz gerne telefonisch erreichen, falls Sie irgendwelche Fragen haben sollten. Sind Sie denn auch bewandert, sag ich mal, mit Diätkost oder ist das eine andere Abteilung? Das ist eine andere Abteilung. Ja, haben Sie da auch die Nummer? Von welcher Abteilung nochmal? Für Diätkost? Nein, von dieser Abteilung habe ich leider keine Nummer. Ich kann Ihnen nur also die Nummer von mir geben. Wie gesagt, falls Sie Ja. irgendwelche Fragen haben sollten, dann können Sie mich ganz gerne telefonisch erreichen und ich werde Das also ist gut. alles regeln. Also kleinen Moment bitte, ich finde jetzt die Nummer. Das ist einmal 040. 040, sitzen Sie in Hamburg? Also ich bin in Hamburg, ja. Oh, Also das wir haben wurde Sie. da. Ich wohne auch in Hamburg. Ach, Reeperbahn. wohnen Sie auch in Hamburg? Ja, Reeperbahn, die Ecke. Direkt an der Reeperbahn. Ne, Hopfenstraße, falls Sie das kennen. Ja. Ja, also ich wohne nicht sehr lange, also in Hamburg seit kurzem eigentlich war ich die Achso. ganze Zeit in Kiel. In Kiel. Oh, da habe ich In davor Kiel. gewohnt. Wo haben Sie denn in Kiel haben Sie das da die Firma oder Sie selber? Klausdorfer, nee, ich habe selber gewohnt, das war ein Klausdorfer Weg. Also die Klausdorfer. Firma sitzt in Hamburg? Nein, wir haben viele Filiale, also in verschiedenen Ländern. Unser Aha. Hauptsitz ist in Polen, also in Warschau. In Und zum Warschau. Beispiel, genau, ich mach aber Homeoffice, also in Deutschland. Ach Also wie so. gesagt, jetzt in Hamburg, also bin ich. Aber wie gesagt, also in lange Zeit habe ich in Kiel gewohnt, aber ursprünglich komme ich aus der Ukraine. Ah, das ist ja ne, da sind Sie ja schon sehr viel rumgekommen in der Welt, ne? Ja, genau. Das ist ja interessant. Also 040 war das? Kleinen Moment bitte. Ich sage jetzt Ihnen Sekundchen. So, 040 Sechs, sechs, 66 acht, neun, 89 neun, neun, 99 62. sechs, zwei. Und das sind dann Sie selber oder ist das die Firma? Das ist die Firmennummer, also aber normalerweise, also natürlich, es kann sein, dass ich im Gespräch bin. Ja. Falls ich im Gespräch bin, ich werde sowieso sehen, dass Sie versucht haben, mich anzurufen und Ach dann rufe so. ich Sie ganz gerne zurück. Oder falls Sie auf meine Kollegen kommen, Sie könnten einfach sagen, dass Sie mit Melanie Hegemann sprechen möchten und Ja. dann werden Sie entweder also mich weiterleiten oder ich werde Sie zurückrufen. Ich finde, das hört sich nach einem guten Plan an. Jetzt habe ich aber schon wieder vergessen, wie heißt denn die Firma nochmal? Alle Farm Limited. Alle? Wie alle? Alle Farm, genau, Alle Farm Limited. Limited ist ja aber, Sie haben doch gerade gesagt, das ist in Polen. Limited ist ja eine britische Firmenbezeichnung. Ja, aber es heißt so, also Alle Farm Limited. Also den Namen habe nicht ich ausgedacht, also das heißt Alle Farm Limited. Aha, das ist ja interessant. Genau, Da und kommt man Herr dazu. Ich habe das auch Blemagen. die anderen 20, mit denen ich schon gequatscht habe, gefragt. Die haben mir das nie beantwortet. Jetzt habe ich das Stückchen vom Puzzle auch endlich, ne? Dann kann ich nachher wieder mit der Katze spielen.
Ja, und Herr Blewagen, also ich brauche, also finden Sie noch 5 Minuten Zeit für mich, damit auch Ihnen ein paar Informationen über die Empfehlungen sagen kann? Ja, natürlich. Das muss alles ja, klar. Da muss ich ja natürlich bestimmt auch auf die Ernährung und auf natürlich die anderen Sachen achten. Da können wir gerne drüber sprechen. Ich sage jetzt Ihnen, Herr Blewagen, sehr darüber. Mhm, also wenn ich das mit von Ihnen hören darf. Mhm, super, sehen Sie. Vielen da wir Dank. Haben ja, immer gerne, wie gesagt, ich mache mein Bestes. Also da wir mit Ihnen festgestellt haben, dass Sie 20 Kilo also erstmal abnehmen möchten, beachten Sie bitte, dass in Ihrem Fall eine Brausekapsel pro Tag ausreichend ist. Brausekapsel? Ich dachte, das genau, ist rektal. Nee, Aktivessen, das ist eine Brausekapsel. Ach so, das heißt, ich muss das in Wasser auflösen im Bestfall. Hallo? Das muss ich dann in Wasser auflösen, ja? Alter, bitte, warum legst du jetzt auf?